Frost? Optional, optional. Wozu war das gut? Dave. Der ist nicht optional. Mein bester Freund. Zweimal halt besser. Ich habe jetzt einen Behemoth gesehen und ich glaube, das andere sind Versenker. Oben war so ein Plünderer. Weil die so laut. Ich ging dort lang, vor Jahren, als ich vor den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber. Bleiben wir unten. Plünderer. Manche Gefahren lauern versteckt. Achtet auf Pirscher. Bleibt während des. Pirscher? Lieb euch doch. Mach nicht so laut dahin. Irgendwas hat uns gerade gesehen und irgendwas wollte ich gerade töten. Ach! Nee, du, ne? Ich hasse dich. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Er steht so direkt hinter uns. Ich glaube, das könnte ein Problem sein. Plünderer. Schimmel weg. Hier läuft er doch direkt hier lang. Ich soll auch den Plünderer hinter mir aufpassen. Nee, so weit, so gut. Von Busch zu Busch. So leise wie möglich. Ich habe mal Angst, wenn ich nicht sehe, dass hier irgendwo ein Pirscher rumrennt. Oh, fuck, den habe ich nicht gesehen. Das wollte ich eigentlich absolut nicht. Aber ich hätte keine Wahl. Der Pirscher hat leider viel zu viel Freiraum hier. Der Schlag wird aber da nicht reichen. Und da hinten rennt noch Chicken McNuggets rum. Ich bin so leise wie möglich. Du bist so leise wie möglich, aber redest drauf. Du musst den Pirscher kurz an uns vorbeilaufen lassen. Wenn er uns den Rücken zukehrt und da hinten Chicken McNuggets nicht gleich am Eskalieren ist, schaffen wir es zum nächsten. Und krass. Scheiße, da hast du. Achtet auf Minen, wenn Pirscher da sind. Scheiße! Vorwärts. Und bleibt. Das war eine Mine. Macht ja. Euch bereit. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Machen sich aus Angst immer instant unsichtbar. Meine Haare sind so rot wie das Gras. Du wirst mich nie finden. Und schick mir Nuggets. Nein, du wird das uns nicht. Warum bleiben wir stehen? Weil da ein Pirscher ist, der Bock hat. Und schick mir Nuggets. Und meine Nase juckt.
Take my nuggets, you piece of cracker. Oh, der hat gesessen. Echo Schrei. Boah, hinter mir einmal Chicken with Nuggets. Oh, schön, 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 schön. Schön, lass dann. Schön, lass dann. Noch. Wieso seid ihr so gut? Greift ihr da hinten auch noch an? Geh weiter. Tschüss. Ihr seid dumm. Das hätte noch nicht sein müssen. Passiert was, wenn die sterben? Das ist noch ein Pirscher. Warte, was passiert, wenn ich weitergehe? Darf ich mir jetzt ein Memo anhören? Ja, es ist keiner da. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten. Aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Levins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Die Quest sagt nicht, dass sie auf die beiden aufpassen muss. Ich hab schon zu viel dabei. Wenn die so blöd sind und den Rest von dem Viehzeug noch angreifen müssen, kann ich nichts für. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da. Ist das? Da ist die Tür. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chao. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir. Schläft die Lust und Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Na gut, wenn man drauf steht. Das war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Urea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Das ist doof, wenn das sich immer gegenseitig unterbricht. Ich habe einen Plünderer gesehen, wenn es kein Pirscher war. Das dürfte ein Wächter sein. Das ist noch ein Wächter. Alle sind dämonisch. Kämpfen oder weglaufen. Gut, ich habe immer noch alle Teile gefällt. Wenn es so Wächter und Plünderer sind, ist es kein Ding. Oh nein, es ist ein Versenker. Ich hab nichts gesagt. Nee. What?
Das hast du ja noch nie gemacht. Scheiße, ich habe den falschen Bogen. Ich habe den falschen Bogen mit. Inventory. Brauche meinen Lieblingsbogen. Dankeschön. Hallo, Höllenhund. Hier ist irgendwie eine Ecke. Ach, du bist zu agil für mich. Das sieht aber schon episch aus, wenn man gegen den in so einem Areal kommt. Let's say. Wenn er nochmal vor dem Lava steht, ne? Kann ich da nicht zurückhalten, ein Foto zu machen. Ah, oh, schade, er ist gefreezed. Wäre so ein schönes Foto geworden. Also wenn die gefreezed sind, das ist wirklich easy. Dürfen alle sein. Da wusste ich doch, dass die Brutstätte hier ist. Wieso sind die jetzt nochmal alle hier gestorben? Irgendwie sad. Aber eigentlich ist es doch einfach, hierher zu kommen. Absolut kein Platz dafür. Ich kann mir nicht sagen, dass sie aufgrund von Maschinen werden. Obwohl, Versenker können fies sein. Ah, das klang schlimmer. Los. Mehr Maschinen! Bereit machen! Ach, nö, oder? Jo, ich liebe dich auch. Ja. Aber ich brauche eh noch Donnerkieferteile. Ach, daneben. Wieso ist der noch dämonisch dazu? Erstmal ein bisschen entwaffnen. Dann haben wir schon bessere Chancen. Bitte nicht überrennen. Das wäre super nett von mir. Herzkammer rechts ist auf. Der hat gut gesessen. Zum Glück habe ich so viel Holz. Ich bind dich gleich an, wenn es weitergeht. Ja, ich bind ihn gleich an. Obwohl er eigentlich gefreezed sein könnte. Wenn der Typ sich mal. Wenn Aratak mal arbeiten würde. Möge uns das blaue Licht führen. Du standst halt im Weg. Aber wir haben ihn doch. Für die Stimme. Da war die Kopfplatte. Da war sie doch mal. Hey! Das war zu langsam. Komm, auf den Kopf. Oder auch nicht. Ich wollte es nicht dein Rodeo-Partner sein. Und unter dir stehen ist auch so ganz dumme Sache. Und hinter dir auch. Wie so ein Pferd manchmal. Das ist eine Kopfplatte. Seite. Kopf. Der hier hat mich kommen sehen. Komm, noch ein Kopftreffer. Oh, oh, oh.
Also. Das war's. Ich halte nicht viel von Ruhmesliedern. Aber dieser Kampf war einer Strophe würdig. So, damit kann ich... Warte, was? Ich hatte eine Modifikation gesehen, die ich gerne hätte. Ach, wieso ist das Inventar nur so klein? Das eine war rot. Das heißt, ein Verderbnis kann weg. Das... Gott. Das kann weg. Das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Das kann auch weg. Tarnung und Nachkampf kann auch weg. In Eisdorn, die Tür. Kannst du sie öffnen? Ich kann jede Tür öffnen, wenn ich es will. Aber ich nehme erstmal das da noch mit. In der Brutstätte ist das vierte Maschinenwesen, was mir noch fehlt. 100 pro. Wette ich. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Oria. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Die Verderb... Also die Verdorb... Die Verderbnis? Bei uns sah wesentlich schöner aus, weil sie einfach rot-schwarz war. In Pink sieht alles scheiße aus. Müssen wir runter? Es geht runter. In Pink sieht es halt echt scheiße aus. Aber das muss ich ja abheben. Ist ja immerhin dämonisch und nicht verdorben. Der Unterschied. Es ist einfach hässlich. Pure Hässlichkeit. Meine Augen. Könnte sich blau sein, aber blau ist ja friedlich. Wir haben kaum eine Wahl. Dann auf zum Herz des Dämons. Oh, dürfen wir wieder... Neues Metall. Feuer und Blitze. Wir dürfen wieder fahren. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Wir müssen darüber. Ich bin bei dir, Bruder. Ein Wächter. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Aloy. Was? Hui! Das wollte ich gar nicht. Wo ist er? Daneben! Na toll. Was sind das für gute Kümmels? Wieso krieg ich den jetzt schon wieder ab? Das war eine gute Jagd. Will keinen anderen. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Okay. Ob ich sie zerstören kann? Das war easy. Es ist schön, dass er... Timing. Es ist schön, dass er alles so schön leuchtet. Das ist so schön offensichtlich, alles. In den anderen Brutstätten war das nicht so. Oh, Mann! Ich krieg's irgendwie immer ab, wenn ich's... Damit. Vergesst immer, dass ich da oben warten muss. Das ist das Mittlere. Können wir einfach das auslassen und drüber springen? Geh aus. Ich werde ganz schön lange auf sich warten lassen. Eine der Förderbänder bringt mich sicher rüber. Oh, das so sie cool. Ist in der Luft.
Falls muss der. Muss ich auf die andere Seite? Nee, der kommt schon wieder zurück. Und jetzt zur Lüftung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, das Teil immer umzudrehen. Ja, war richtig. Jetzt. So, mal sehen. Wo die Lüftung doch eigentlich. Obwohl, stimmt, die Lüftung hatten sehr angemacht. Mit ihren wunderbaren Feueralarm. Okay, mal sehen, was das macht. Das war's. Hier kommen sie. Wer kommt wo? Dich mit dem Tanzen. Ah. Toll, ich hätte das Loot kaputt geschlossen. Normal muss man die Haltung nur kaputt machen, dann hat man übelst krasses Loot. Aber dafür bin ich zu inkompetent. Ach Mann. Ah. Mr. Krabs ist. Ich werde siegen. What? Eingesang. Zeit, sich an unserem Sieg zu weiden. Wir müssen weiter. Frage ist nur, wohin? Da lang. Wollte zwischenzeitlich Schlag von oben machen? Ich muss rüber, um die Brücke auszufahren. Wieso trauen die sich eigentlich nicht, einfach mit so einem Teil mal mitzufahren? Das ist richtig. Aloy wird uns helfen. Irgendwie. Ja, irgendwie helfe ich halt immer, ne? Man tut, was okay. Man kann. Bringen wir sie rüber. Okay. Ich bin schon mal da. Wer noch? Kommt rüber, es ist sicher. Glaube ich. Guck. Funktioniert. Ich bin doch sehr überzeugend, oder? Und nu? Au! Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Das krieg ich hin. Was ist das? Es sieht in Pink halt echt scheußlich aus. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Dämon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung und eine Warnung. Festus. Aber er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Hä, hey, was war Hephaestus nochmal für ein Teil von Gaia? Der war der Pinke. Gehen wir weiter.